Yo, YouTube, was geht ab? Aber wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Craft Me Channel, meine Freunde. Und zwar, ihr wisst, hier wurde ein bisschen was von mir weggesprengt, was aber per se kein Problem ist, meine Freunde, ja. Weil ich gebe nicht auf, Leute, ihr habt mir die Kommentare geschrieben, ich soll die Insel weiter aufbauen, deswegen baue ich die Insel hier weiter auf. Wie die es mitbekommen haben, Timmy hat hier meinen Quizraum zerstört. Und Leute, diesmal habe ich mir gedacht, ich baue etwas, was auch gut für die Zukunft ist. Und zwar, dafür muss ich das Boot mal ganz kurz hier wegfahren. Leute, wenn immer wieder so viel Beef herrscht, wie kann man da am besten klären? Ganz easy mit einem 1 gegen 1. Das habe ich damals schon gebaut, meine Freunde. Und deswegen bauen wir es jetzt wieder auf, meine Freunde. Und zwar eine Kampfarena. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Wir werden eine Kampfarena uns jetzt hier hin basteln. So, dafür muss ich aber noch ein bisschen hier Platz machen, Leute. Ich glaube, hier so der Platz ist ganz okay. Wir lassen hier noch ein bisschen Platz, damit ich hier auf meine Villager noch zugreifen kann. Und zwar, warum? Wir machen einfach hier weg. Wir machen einfach hier wieder alles weg, meine Freunde. Hier ist noch ein bisschen weißer Beton übrig, was per se auch ja ganz cool ist. So, machen wir hier noch weiter. Leute, und zwar wird das hier eine Arena sein. 1v1. Ich werde hier Ender-Chests auch platzieren. 2 Stück, habe ich mir extra gemacht. Und, dort können die Leute ihre ganze Equipment reintun. Und dann wird nur mit einem Holzschwert gefightet. Ganz genau, nur ein Holzschwert wird dann platziert da. Oh, guck mal, von damals noch. Machen wir ganz kurz auch schon mal weg hier. Genau, nur mit einem Holzschwert, da kann man sich wirklich messen, wer ist der Bessere. Man kann aber auch natürlich mit seinem ganzen Equipment da sein. Dann ist man aber selber schuld, wenn man alles verliert. Ich spiele an die mit dem Holzschwert die Variante. Und ja, relativ easy, Leute. Vielleicht ist dann ein bisschen Stress zu vermeiden. Vielleicht kriegen wir es hin, dass der Alpha-Clan sich traut, Leute. Vielleicht will der Alpha-Clan auch ein 1v1 gegen mich machen, Leute. Wäre ich auch auf jeden Fall gespannt. Checken wir natürlich alles aus. Und deswegen mache ich jetzt gerade hier Platz. Wir machen das hier weg. Zum Glück habe ich meine Schaufel, Leute. Ich sage euch, meine Schaufel ist so OP. So. So. Und so. Jetzt haben wir hier erstmal alles weggemacht. So, dann gehen wir einmal so. Machen einmal den hier. Und dann müssen wir das nur noch alles einmal auffüllen, Leute. Ja, ich habe auch ein bisschen Orangenbeton, weil, ihr wisst, meine Lieblingsfarbe ist Orange. Und die passt auch ganz gut zur Insel. So, genau. Hier müssen wir die Linie machen. Damit ich eine kleine Mauer so drumherum machen, dass man da erstmal per se nicht direkt reingucken kann, beziehungsweise auch direkt abhauen kann. Es soll wirklich ein komplett faires 1v1 da sein, dann ist alles geklärt. Das heißt jetzt auch nicht, dass man da unbedingt der Bessere ist, ja. Da kann auch mal, ne, manchmal hat man auch ein bisschen Glück dabei beim Fighten und so. Aber es geht einfach darum, auch ein bisschen Frust rauszulassen. Niemand verliert etwas, meine Freunde, wisst ihr? So ein bisschen auch, so, man kann auch freundschaftlich hier drin fighten, ja. Ich kann mal sagen, ey, Stadi, du Paulberger, komm mal ran hier, lass uns mal 1v1 uns hauen. Ja, vielleicht mache ich noch 2 Betten hier dran, dass man auch direkt wieder hier respawnen kann. Leute, gute Möglichkeit. Was sagt ihr zu der ganzen Idee? Ich baue jetzt hier schon mal ein bisschen voran. Ich würde sagen, ich fülle den Boden aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, meine Freunde. Okay, meine Freunde, wir haben jetzt hier den ganzen Boden erstmal fertig gemacht. So, was wir als nächstes brauchen, ist natürlich den Rand, so mäßig die Mauer. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir hier so einmal alles einmal entlang. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, habe ich noch irgendwo Erde? Ja, hier habe ich noch Erde rumfliegen. Das Loch machen wir einmal zu. Ich muss da hinten auch nochmal ein Loch zumachen. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier hin. Die kommen auch wieder. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann gehen wir hier einmal. Machen wir das schön einmal hier so hin. Und jetzt haben wir hier erstmal, Leute, ich würde sagen, das ist schon mal so der Grundbaustein der Arena. Ja. Sieht eigentlich ganz cool aus. So, machen wir jetzt hier, Leute, weil ich mir gedacht habe, damit das wirklich cool aussieht, machen wir richtig so Gitter hier hin, wisst ihr? So, guckt mal hier, Leute, so mäßig so ein Zaun, dass die Leute nicht abhauen können hier. Dass Leute auch von draußen nicht reinschießen können vielleicht. So, ein bisschen halt so eine Kampfarena haben, wisst ihr? So ein Ring. Haben 4 Ecken, so, dann kann jeder immer in jeweils eine Ecke reingehen. Da hat jeder doch einfach seine Ruhe, meine Freunde. Sehe ich vielleicht als gar nicht so schlecht an, ne? Wir müssen natürlich auch so ein schönes Dings machen. Ja, so einen Eingang machen, so ein Tormäßig. So, dann haben wir hier nochmal 2. Guck mal hier, Leute, das müsste doch eigentlich alles eigentlich easy peasy funktionieren, oder? Also hoffen wir natürlich. Und ich hoffe, die Arena wird auch angenommen. Vielleicht soll ich auch Eintritt irgendwie verlangen oder so? Man kann auch hier, man kann ja auch um Diamanten kämpfen, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Da kann einer sagen, hey, hier, iCrimex, ich fordere dich heraus zu einem Kampf. Der Gewinner kriegt, kriegt 5 Diamanten vom anderen. So, dann sind 10 Diamanten im Einsatz. Und dann können Leute auch noch Wetten abschließen. Dann kann einer sagen, hey, ich wette 5 Diamanten auf, dass Max gewinnt. Ich wette 5 Diamanten, dass Amir gewinnt. Leute, das könnte gar nicht mal so schlecht sein. Und vielleicht nehme ich dann nur Eintritt, nur 1 Diamant für Benutzung oder so. Oder ich kriege 10% von den Gewinnen ab.
Das wäre auch eigentlich per se, wäre das auch gar nicht schlimm, oder? Was sagt ihr zum ganzen Thematik? So, okay, wir brauchen aber auch hier einen Eingang, ne? Ja. Okay, nice. Nice, nice, nice. Perfekt. So, dann haben wir hier den Eingang. So, was wir jetzt brauchen, meine Freunde, sind die Ender-Chests. Die habe ich auch jetzt da drin gemacht. Ich merke schon wieder, ich habe wieder zu viel Beton gemacht, ne? Ich habe wieder schon viel zu viel Beton gemacht. Wofür habe ich eigentlich die Truhen mitgeholt? Das habe ich auch gerade gedacht. Ich habe die zwar gemacht, aber ich frage mich, warum. Warum habe ich die Truhen eigentlich gemacht? So, haben wir hier einen Eingang, haben wir hier einen im Eingang. Da können Leute ihr Equipment, ja, dann machen sie noch eine Schalker-Kiste, machen sie ihre Sachen rein, tun es da rein und dann bam, bim, bub, wenn der Fight vorbei ist, sollte alles funktionieren. Aber das reicht mir irgendwie noch nicht, Leute. Ja, ich glaube, ich mache nochmal hier so ein Startding. So, also hier ist ja genau die Mitte. Das packen wir dann einmal hier rein. Dann kann jeder mal auf einen Punkt gehen. So, jemand zack, 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 zack. Dann haben wir hier einen Punkt. Ja, wie mache ich jetzt am besten weiter? Irgendwie, da fehlt mir noch was. Da fehlt mir noch was, ja. Das Ding hier kann man vielleicht noch so ran machen. Okay, nice. Machen wir das auch nochmal ganz kurz so ran. Boah, Leute, das ist ja das wird die Olympus-Kampfarena schlechthin sein, meine Freunde. Da mache ich vielleicht da hinten noch. Ja. Vielleicht, oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, meine Freunde. So, und dann nochmal das hier hin, dann so. So, dann kann man jetzt hier mit ein bisschen Verlängerung. Ah, hier ist doch der Orange. Ja, war mir klar, dass hier der Orange-Ding ist. So, und dann machen wir einmal. So. Zwei, drei. Mache ich eine kleine Tribüne hier investieren, damit Leute auch zugucken können. Und noch eins. Zack, 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 zack. Leute, dann können wir hier so eine kleine Tribüne hinmachen. Guck mal, merkt ihr was? Ich mache immer mit einer anderen Farbe. Weiß-orange, 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 weiß-orange. Boah, Leute, das könnte echt cool sein. Das könnte echt cool sein. Aber falsche Dienblöcke muss ich wieder benutzen. Oh, das war wieder eins zu viel. So, 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 so. Okay, zack. Oh, Leute, das wird echt nice. Das ist die Tribüne, Leute, für die Kämpfe. Jetzt muss ich noch, Leute, vielleicht mache ich auch gerade ein paar Laternen. Sag ich euch ehrlich, so wie es ist. Ein paar Laternen würden auf jeden Fall gut tun. Wir haben eh zu viele Fackeln hier überall. So. Nochmal 6, 7. Und hier drin auch wieder viel zu viele Fackeln, ne? Viel zu viele. Du kannst weg. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. So, das müsste erstmal per se reichen hier. Upsala. Zack, zack, zack. Nehmen wir die mal ganz kurz mit. Nicht hier irgendeine Working... Aber hier drüben ist noch eine Working Bench, meine Freunde. Dann machen wir das mal ganz kurz noch in eine Working Bench rein. Och, das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber nicht schlimm. Zack, dann machen wir hier raus wieder alles Eisen. Oh, perfekt. Haben wir noch ein paar Eisendinger verschwendet dafür. Ein paar Eisenbarren nur. Ein Nugget weggeschmissen. Ein Nugget nix, Leute. Ich gar nichts ist das schon mal, ne? So, okay, dann haben wir jetzt hier unsere... Dinger, okay, okay. Oh, jetzt muss ich einmal hier hochbauen. Da muss eins hin. So, machen wir natürlich jetzt hier weiter. Ich werde auf jeder Ecke auf jeden Fall eine Laterne machen. So, jetzt muss ich darüber. Das ist natürlich immer wieder ein bisschen so die, sag mal, anstrengendere Arbeit, ja, die Dinger hier zu machen. Aber das sollte eigentlich alles fit gehen. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann habe ich jetzt hier erstmal alles gemacht. Oh, verdammt, Leute. Ich muss auch nochmal hier hochbauen. Weil ich habe mir überlegt. Okay, nice. Sehr gut. Arm hier mal wieder top gemacht. Wieder runtergefallen. Okay. Ich würde sagen... Oh, wartet mal. Das muss ja schon irgendwie Sinn ergeben, ne? Das muss ja schon irgendwie Sinn ergeben. So, dann machen wir... Mal hier, Leute. Der orangene Eingang.
Der orangene Eingang, meine Freunde. Ganz easy peasy lemon squeezy. So, habe ich nicht noch irgendwo Betten hier, Leute, die ich noch brauche? Weil jetzt ist eigentlich das Ding ready, ne? Fast schon. Oh Gott, habe ich noch Holz hier übrig oder muss ich schnell Holz fällen gehen? Ah, stimmt. Ah, deswegen habe ich die Truhen gemacht. Das habe ich schon wieder voll vergessen, Leute. Ich habe die normalen Truhen gemacht, um die Schwerter da rein zu tun. Hä? Wieso bin ich manchmal so lost? Manchmal bin ich ja, also manchmal mache ich mir Sorgen um mich selber, meine Freunde. Aber ist natürlich ja nicht schlimm, ne? Ja, wenn man jeden Tag aufnimmt nur und die ganze Zeit Minecraft wieder, vergisst man auch mal gerne ein paar Sachen. Die platziere ich so hin. 2, 3, 1, 2. Leute, da kann man mit ganz normalen, easy peasy Holzschwertern einfach miteinander fighten. So, habe ich... Oh. Ach, Mann, Leute, das passiert auch wieder nur mir. Ein Goldschwert, Holz, Holz, Holz. Holz, 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 Holz. Oh mein Gott. Und nicht gefragt, nicht wie viel. Oder beziehungsweise wie wenig. Okay, nee, warte mal. Es war doch irgendwo... Ja, hier waren noch die 77. Okay. So, machen wir mal ganz kurz hier den Müll ein bisschen weg. Okay, ich sag Müll. Wobei, das sind alles Materialien, die man auch gebrauchen kann. Machen wir das mal ganz kurz weg. Okay, meine Freunde. Jetzt heißt es... Hol ich das mal ganz kurz mit hier lieber. Eisengolems, geht doch mal bitte aus dem Weg hier, ja? Bevor ich euch alle klatschen muss hier. Boah, das muss ich eigentlich immer alle Eisengolems bei mir besiegen, als kleine Challenge machen, ne? Leute, wir machen wir alles voll mit Holzschwertern. Holzschwertern, Holzschwertern. Wir machen alles voll mit den Holzschwertern, auch hier. So, so. Okay, dann können wir das wieder mitnehmen. Das einmal so, auch hier alles rein. Müsste eigentlich reichen, oder? Was sagt ihr? Glaubt ihr, das wird reichen? Okay, 11 Stück sind noch übrig. Aber passt ja eigentlich genau, ne? Fällt mir gerade so auf. Boah, wir haben sogar zu viele gemacht. Wir haben sogar zu viele gemacht, meine Freunde. Aber das haben wir jetzt auch fertig, Leute. Und hiermit steht die Amir Kampfarena, Leute. Und was sagt ihr, Leute? Wenn ihr ein Like da lässt, ja? Und ein Abo. Und die Glocke aktiviert. Werde ich ein paar YouTuber herausfordern und dann machen wir eine Kampffolge, meine Freunde. Deswegen würde ich sagen, rastet gerne aus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Craftmir. Ciao.